Hi Leute, willkommen zurück in der Panzergarage. Ich bin euer Marcel und ja, das hier ist jetzt die 13. Folge hintereinander weg, die ich aufnehme. Also, seit meiner ich die große Aufnahmesession gestartet habe. Das heißt, wenn ihr das hier seht, ist schon wieder einiges passiert, hat sich einiges getan, also. Wir fahren jetzt das erste Mal mit einem Fünfer. Yes! Tier 5. Und gleich Top-Tier, jawohl. Und wir sind nicht Stock, das ist das Gute. Ich werde jetzt hier aufnehmen. Und dann werde ich gleich weiter rendern. Aber ich werde auch noch ein bisschen nebenher wieder Free XP RAM farmen, dass wir da die auch wieder da haben. Weil brauchen wir ja schon, ne? Ah, ist das schön. Ist das schön? Ist das schön oder ist das schön, ha? Herrlich. Da vibriert mein Handy. Was? You guys got a fire going and drink beer in base. Nachricht müsste ich mal kurz anraten. Der Nachteil halt vom auch hier von diesem Panzer ist halt einfach der extrem eingeschränkte Radius, in dem ich kämpfen kann. Aber immerhin sind wir schon ziemlich gut bewaffnet. Mit einer sehr durchschlagenden Waffe. Und ja, ich finde, wir haben einen relativ guten Panzer hier. So, der wurde zerstört. Weg. Das war nicht gut. Ich meine, ich habe den Schaden abgewehrt. Oh, verdammt. Ja, komm, fahr noch mal so vor. Fahr doch mal vor. Ja, fahr doch mal vor. Sehr schön. Au, 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 au. Ach Mist. Schade. Und dann auch noch von einem Dreier. Aber der hat mich von hinten zerlegt.
Ah, schade, aber immerhin, wir haben einen gekillt, wir haben Schaden rausgedrückt. Das kann natürlich besser werden, sollte auch besser werden, wird auch besser werden. Gut. Ach, kommt, auf geht's. Das ist immer so unschön als Dreier. Ne, Vierer. Vierer geht. Ich habe mich gerade als Dreier gezählt, weil ich Panzer 3. Ich habe den 3A im Kopf gehabt, ich Trottel. So. Da haben wir mal eine HE-Granate, die macht ein bisschen mehr Schaden. Fussel an meinen Socken. Die fusseln so. So, ich bin Med, ich bin relativ schnell. Great Matchmaking for Tier 3. Naja, das ist wohl wahr. Für Klasse 3 ist das nicht so prickelnd. Wei, 1C, bleib doch mal stehen. Ich meine, du, klar, du bist ein Scout. Oh, fuck, er hat mir die Ketten gezogen und ich habe ihn nicht getroffen. Und das hätte auch böse enden können. Was zur Hölle? So, jetzt muss ich mich entscheiden. Ladeschütze ist in dem Fall wichtiger. So, mal gucken, was ich hinkriege. Ach Mist. Ah, dem habe ich die Ketten zerstört. Schade. Ich dachte ja, ich habe auch nicht viel. Also mit HE, mit der Kanone macht man nicht so wirklich Schaden. Der ist noch nicht da. Da vibriert mein Handy wieder. Ja, das höre ich mir gleich an. Sprachnachrichten während der Aufnahme kommt nicht so gut an. Fahren wir noch ein schnelles Gefecht.
Was heißt schnell? Eigentlich wäre mir ein siegreiches lieber und ich bin in der Stufe 6 als 4er. Mhm. Die haben Cromwell. Cromwell ist böse. Bla bla bla. Spam, spam, spam. Aber wir haben zwei Cromwells. Hier, das fliegt Wiesel, ey. Der Franzmann-Panzer. Obwohl der AMX ELC ist ja gar nicht so schlechter Panzer eigentlich. Ich meine, immerhin kann der ordentlichen Schaden rauskriegen. Er hat eine ziemlich starke Kanone. Das muss man dem lassen. Für einen Light ist er mit einer ziemlich starken Waffe aus. Oh, hier Panzer 4. Jagdpanzer 4. Ach, Mist, da hat er mich erwischt. Gehen wir mal in die Garage. Gucken wir, ist noch irgendwas zurück? Ja. Unser Panzerkampfwagen 3 ist zurück. Der hat gewonnen. Richtig beschissener Tagessieg mal wieder. Naja. Was habe ich gemacht? Dem habe ich 10. Der 9 Schadenspunkte. Okay. Mit HE, mit der Waffe kann man nicht wirklich was reißen. Aber dafür habe ich dem die Ketten zerstört und dem ebenfalls. Dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. 5900 Credits verdient. Ist okay. Und ich würde sagen, ich mache mal eine kurze Pause und höre mir mal meine Sprachnachricht an. Also, bis gleich. So, nach da bin ich auch schon direkt wieder, ging zügig. So, was habe ich denn hier gemacht? Dem T-34, ich habe Motor beschädigt, Ketten zerstört. Motor beschädigt, Funker getötet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist eine Niederlage geworden, weil Stützpunkt erobert wurde. Ich bin immerhin drittbester Spieler gewesen. Das freut mich. So, damit hätten wir die ersten 200 XP hier drauf. Brauchen aber ein bisschen mehr. Warum habe ich die Sachen noch alle auf Lager? Weg damit. Warum habe ich das noch auf Lager? Weg damit. Weg damit. Brauche ich nicht. So. So, 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 so. Ausbildung 200 Gold. Das ist es mir wert, dass der Kommandant jetzt mal auf 100% ist, weil das
geht ja dann auf die ganze Besatzung auch so ein bisschen. Ach ja. Ich würde sagen, dann fahren wir noch eins mit der Stuk. Mit unserem schönen 5er Panzer hier. Und kommen natürlich in ein 7er Battle jetzt. Ja, das ist natürlich der Nachteil von hochstufigen Panzern. Wir kommen in hochstufige Gefechte. Und ich muss sagen, ja, T29, keine Chance. Das sind so Stufe 7 Panzer, das sind so die Panzer, mit denen man Bollwerk fährt. IS, IS-3, später bei Stufe 8. Das sind so die Clan Wars Panzer. Hier, T29. Guckt ihn euch an. Ich meine, guckt ihn euch an. Das Ding ist unglaublich heftig gepanzert. So. Und da bin ich jetzt hier auf Steppen. Was soll ich hier auf Steppen? Steppen ist in meinen Augen die schlechteste Karte, die man als Jagdpanzer bekommen kann. Extrem offene Karte. So gut wie keine Möglichkeit auf den Hinterhalt. Also hier, der IS muss eigentlich... muss vorfahren. Ich weiß nicht, was da hinten passiert. Die sehen jetzt den einen Light, ballern die blöd auf den... Ja, ist der erste schon weg. Bei deren Jagdpanzer jetzt schön auf die Lauer sich legen. Oh. So, kommt der hoch. Kommt da jetzt hoch einer oder kommt da jetzt keiner? So, wisst ihr, was mich da getroffen hat? Der T29. Wir haben ihn nicht einmal angekratzt. Und er hat mich nur einmal getroffen. What the fuck? Nein, 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 nein. Scheiße, das hätte auch gerade böse nach hinten losgehen können. Fuck. Ja, fahrt doch mal vor. Ey, ihr müsst fahren. Ihr seid die Starken. Boom. Guckt den euch an. Der, seht ihr das am Turm von dem? Das sind alles Abpraller. Der hat noch nicht einen Schadenstreffer gekriegt. Wo kann man den T29 beschädigen? Wisst ihr das? Oben auf der Kommandoluke. Und, oh, gut gemacht. Sie haben 1000 Gefechte in World of Tanks teilgenommen. Schön. Schön, 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 schön. Hier, das war ein Sieg. Ein Tagessieg, den ich wieder mal nicht so berauschend finde. Naja, etwa 800, dann können wir uns die andere Kanone noch holen von der Forschung her. Ja, was machen wir denn noch? Kriegen wir noch einen Dreier? Nein, Dreierbettel kriegen wir nicht mehr rein. Mal kurz in den Forschungsbaum kurz rein, Lucky Lucky machen. Schwerer Panzer Nummer 6. Das ist nur für die, die es interessiert, das ist ein Tiger. Im Jahr 43 war der japanische Botschafter in Deutschland bei den Feldversuchen des Tigers
bei Henschel anwesend. Die Firma erhielt daraufhin den Befehl, alle Unterlagen zum Panzer nach Japan zu übersenden. Ein zerlegtes Fahrzeug wurde am 14. Oktober 1943 nach Bordeaux gebracht, um dort per U-Boot nach Japan verschifft zu werden. Der östliche Verbündete der Wehrmacht war aber nie in der Lage, eine eigene Produktion des Tigers auf die Beine zu stellen. Das Fahrzeug wurde nie geliefert und das Unterfangen kostete Japan 645.000 Reichsmark, während die ursprünglichen Kosten bei 300.000 Reichsmark lagen. Ja, der Tigerpanzer. Eigentlich ein 7er. Bei den Japanern ist es ein 6er Premium. Fragt mich nicht warum, denn ich hier auch in 7. Ist auch wurscht. Zu teuer. Zu teuer, zu teuer. Was können wir hier denn? Gar nichts. Ich bin immer am Überlegen, mir nochmal einen Premium zu holen, aber das Einzige, was ich mir aktuell leisten kann, wäre ein Premium 3er. Ja, hier. Experimentelle leichte Panzer von Skoda zwischen 41 und 43 entwickelt. Es wurden 5 Versuchsfahrzeuge gebaut, keine Serienfertigung oder Indienststellung. Ah, da ist unser Stück auch wieder. War eine Niederlage, klar. Klar. Weil, wie ihr seht, hier, der hätte Großkaliber kriegen müssen. Nee, der Panzer ist echt. Der wäre nix. Ah, unsere Stuk dümpelt jetzt dahin. Dieses Fahrzeug wurde in Frankreich zum ersten Mal eingesetzt. Es wurde auf Basis Panzerkampfwagen 3, selbes Fahrgestell, in mehreren Ausführungen bis 45 gebaut. 44 zerstörten die 9.346 Selbstschalter fetten etwa 20.000 gegnerische Fahrzeuge. Einige Fahrzeuge waren bis 67 gefechtsbereit und wurden sogar im Sechstagekrieg von einigen arabischen Ländern gegen Israel eingesetzt. Altbewährte Technik. So, und damit ihr mir glaubt, hier haben wir das Fahrgestell eines Panzerkampfwagen 3 und hier einer Stuk. Die sind sich sehr ähnlich. Die Stuk hat, glaube ich, die Frontplatte ein bisschen anders. Also ist halt, es wurde viel auf denselben Fahrgestellen gearbeitet. Weil, wenn man ein und dasselbe Fahrgestell mehrmals nutzen konnte, brauchtest du nur eine Produktionslinie dafür zu führen. Das hat viel gespart. Seht euch die Amerikaner an. Hier, guckt euch den M3 Lee an. Der M3 Lee ist einer der ersten Panzer, die neben den Germans geliefert wurden. Und die Amerikaner haben von Anfang an ein Konzept gebaut. Das hier ist dasselbe Fahrgestell wie beim Sherman. Der Antriebsstrang, der Motor hier vorne, alles dasselbe. Hier vorne ist nämlich der Motor. Bei den meisten Fahrzeugen liegt der Motor hinten, nicht bei den Sherman-Modellen. Hier liegt er vorne. Sherman, Stuarts. Gut. Jetzt hier den, nicht, das war ein Stuart, die sind, das ist ein Stuart-Modell, aber Fahrgestell. Aber hier später, das war die Grundlage, so das Chassis war die Grundlage für die Shermans später. Und die haben alle hier vorne denselben Motor und alles, das war ein System. Eine Produktionslinie, man konnte auf einem Chassis, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Panzer haben die da gehabt. So, aber das war's jetzt erstmal wieder für diese Folge. Ihr vergesst das Kommentieren und Bewerten bitte nicht. Über ein Abo freue ich mich selbstverständlich auch. Ich bin euer Marcel und bis denn.